Es war ja so, dass wir hier im Sperrgebiet schon ab den 50er Jahren hier schon waren. Und ich kann mich als Kind auch noch erinnern, dass am Anfang hatten ja die Grenzer den Kontrollpunkt gehabt. Denn ich weiß zum Beispiel, wir haben in Schmiedebach damals noch gewohnt und ich war 5, 6 Jahre alt gewesen. Und mein Großvater wollte gerne mal rein, hatte keinen Passierschein und wir hatten ihn wie geschickt reingekriegt. War nicht immer Kontrollen, aber er war jedenfalls drin. Und dann wollten wir wieder rauskriegen und unten stand aber Kontrolle. Jetzt hat man da ein Problem, wie kriegen wir den wieder durch? Und da hat hier in Lesten ein Offizier gewohnt, den mein Großvater kannte, aus derselben Region stammte oder ein Übersiedler war. Und den haben wir dann konsultiert und so haben wir wieder durchgekriegt. Da ging das schon los mit den Kontrollen. Dann später hatten wir ja im Ausweis einen Stempel gehabt, einen blauen. Das hieß also 5 Kilometer. Ich glaube, der rote hieß der oder grüne war dann 500 Meter. Und wir mussten ja dann beim Raus- und Reinfahren durch die Kontrollpunkte, ob wir zur Arbeit sind oder sonst wo einkaufen, jedes Mal den Ausweis zeigen. Das war ging einem, naja, langsam auf die Nerven. Manchmal waren die Kontrollen, haben sie einen gekannt, waren sie okay, aber manchmal mussten wir doch einen Ausweis raus. Hat man nicht dabei gehabt, bestand die Möglichkeit, dass man aussteigen musste, wieder zurückgehen musste und so weiter. Also da gab es Probleme. Und wir hatten zum Beispiel das Problem als Jugendlicher, wir sind natürlich gerne mal nach Lichtenhain auf den Tanz gegangen. Lichtenhain war aber ein anderer Kreis. Wir waren Lobenstein, Lichtenhain war Saalfeld. Also da hat man keinen Passierschein, durfte man nicht hin. Also wenn wir hin sind, da musste man aufpassen, dass wir uns nicht kontrollieren, sonst gab es da Ärger. Genauso, wir hatten sehr gerne, dort gab es die einzige Bäckerei, da sind wir gerne rüber, Brötchen holen, da musste man immer sehen, dass man ohne Kontrollen da durchkam. Sonst, wie gesagt, ich weiß nicht, muss man Strafe zahlen oder sonst was. Ja, und als Kind hat man natürlich die Grenze sehr stark mitbekommen. Denk nur an die Schulzeit zurück. Wir hatten einmal eine ganz nahe neue Lehrerin bekommen. Frisch von der Schule kam hierher und wusste noch nicht hier, wie das hier so läuft. Und sagte plötzlich, wir machen ein Geländespiel. Ja, wir haben uns alle gefreut, Geländespiel machen. Und die ging mit uns Richtung Lesner Berg, das ist also Richtung Grenze. Und sie wusste das wahrscheinlich nicht. Und macht so, jetzt, die werden gesucht, ihr geht. Und wir waren fünf Kinder, wir waren vielleicht in der vierte, fünfte Klasse wird das gewesen sein. Und wir liefen Richtung Grenze und haben gesagt, Mensch, es war noch, also war noch vor 61, 59 wird das gewesen sein. Sag, Mensch, wir gehen über, wir holen uns Kaugummi. Das war ja das Berühmte immer. So, wir fünfe los. Und da war der Zaun nicht sehr hoch. Und auf einer Stelle war er noch kaputt, niedergetrennt. Und wir konnten schon runter nach Ottendorf sehen in dieses Steinwerk, was da unten war. Das konnte man schon sehen. Dann sind wir über den Zaun drüber gestiegen und sagt, komm, jetzt gehen wir lieber runter und fragen wir den Arbeiter, ob sie Kaugummi haben. Und dann haben wir, gehen wir da hoch. Aber einer von uns, der lebt leider nicht mehr, hatte Angst gekriegt. Sagt, nee, wir gehen lieber nicht und so. Und ja, na gut, gehen wir wieder zurück. Sind wieder zurückgegangen und laufen zurück. Und wir laufen natürlich prompt eine Grenze in der Arme. Voll hineingelaufen. Der stand da mit Gewehr. Halt, was macht der denn hier? Ich sagte, wir machen hier Geländespiel. Was macht der hier? Geländespiel in der Grenze? Gibt's doch gar nicht. Ja. Hat die Lehrerin natürlich eine drüber gekriegt. Das war klar, ja, sowas war es auch. Ich weiß auch noch, wir hatten mit einer der ersten Fernseher gehabt. Damals. Und die paar Kinder, die den Fernseher hatten, kam es auch vor, dass wirklich ein Lehrer oder Lehrerin in die Schule reinkam, in die Klasse reinkam und haben gesagt, na, wer hat denn gestern Lassie geguckt oder Fury? Und dann gingen die Hände hoch, die den Fernseher hatten. Man hat ja besser Westempfang bei uns gehabt wie Ostempfang von der Qualität her. Und meine Eltern haben aber eingetrichtert, mein Vater, der ja Betriebsleiter war, sagt, wenn du einmal sagst, dass du das guckst, du darfst nie wieder Fernsehen gucken. Und Fernsehen gucken war für mich das Beste, was es gab. Und dann die Lehrerin wusste, dass sie mir einen Fernseher hatten und fragte mich plötzlich, Peter, und du, was hast denn du geguckt? Hast du nicht geguckt? Nee, ich sage, unser Fernseher war kaputt, habe ich gesagt. Das war die einzige Ausrede, die mir eingefallen ist. Gell? So was gab es auch. Ich kann mich auch erinnern, es gab welche, dass Leute an Fenstern
den haben gelauscht, habe ich auch schon mitgekriegt gehabt. Also es war schon eine andere Zeit und man durfte nicht ohne Ausweis auf die Straße gehen. Sonst konnte jeder konnte einen anhalten, jeder konnte einen kontrollieren. Das war damals so gang und gäbe. Und wenn wir in der Pilze sind oder im Winter Schnee gefahren, es war immer so eine Grad. Wir wussten genau, wo die Grenze ist, wo man nicht hin, ab 500 Meter. Aber wenn du ein paar Meter davor warst, war immer die Gefahr, dass trotzdem die Grenzer dich anhalten und dich mitnehmen. Ich weiß, meine Schwiegereltern, die waren auf Schnee gefahren, obwohl er bei der Polizei war, haben sie mit verhaftet und haben auf der Kompanie und sowas. Sowas gab es. Und es war, wir hatten einen Vorteil, wir hatten mehrere Vorteile. Ich sage mal, wir hatten drei Vorteile, glaube ich. Wir hatten den Vorteil, wir bekamen mehr Geld. Und da hatten wir das Glück, die Intelligenten hatten mehr, noch mehr. Und das andere war, wir bekamen, die Versorgung war etwas besser. Also wenn es wo Engpässe gab, waren der Sperrzone etwas eher noch da. Weil man hatte Angst, dass die vielleicht auch alle auf der anderen Seite was holen. Und der dritte Vorteil, sage ich mal, war für uns Jugendliche schön, wenn ich im Tanz war, ich konnte immer alle Mädchen einladen zu mir, ich wusste genau, es kann keine kommen. Überraschend stand mir keiner vor der Tür. Das war ein großer Vorteil gewesen. Ja, also in dieser Richtung war das Leben schon etwas... noch schlimmer war es ja in einem 500-Meter-Gebiet. Die durften, glaube ich, nicht mehr abends nach 12 Uhr noch groß was machen. Wenn Feste waren, die mussten schon um 11 Uhr, glaube ich, alles dicht machen, wie das war. Oder wurden, wenn sie raus und reingehen, gezählt. Das kann ich ja nicht genau sagen. Aber wie gesagt, es durfte, glaube ich, wir durften in Fasching zum Beispiel, da ich ja Faschingspräsident war, wir durften keine Masken. So ein Kostümfest war verboten in der Richtung. Und das war ja so, man hat, es kam ja kaum Fremde rein. Wenn ein Fremder mal in Lesen rumgelaufen ist, also der ist sofort aufgefallen. Da hat ja jeder jeden gekannt. Also das war klar. Und das eine Schöne, was war, wir konnten Tag und Nacht Türen auflassen oder sonst was draußen stehen lassen, es wurde nichts gestohlen. Also das passierte absolut nicht.